Und willkommen zurück im Wilden Westen, willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wie versprochen, Leute, machen wir heute mit der Quest weiter. Meryl Linton, wir liebten uns einst, Teil 3. Wir sollen ja hier ihren Bruder aus so einem komischen Kult herausholen. Und da schauen wir doch mal, ob wir das jetzt schaffen. Nächstes Ziel wäre jetzt Meryl Linton. Und die befindet sich hier oben an der am Cumberland Forest. Und da werden wir jetzt doch mal hinreiten. Sie hat ja gesagt, wenn wir den Bruder gefunden haben, dann sollten wir den zum Bahnhof bringen. Aber ich habe jetzt eigentlich nur die Quest, dass wir zu ihr sollen. Da schauen wir jetzt einfach mal hin. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal. So, rauf auf unser Hütte-Hü. So weit ist es ja eigentlich gar nicht entfernt. Wir wollten ja eigentlich mal schauen wegen der blöden Kopfgeldjägermission. Immer noch nicht geschaut, aber irgendwie ist die jedes Mal weg, wenn ich in die Stadt reinreite. Ich weiß nicht warum. Oder muss ich die woanders annehmen? Ich weiß es nicht. Ich habe schon ewig lang geguckt, aber ich finde es irgendwie nicht. Gas hier. You better shut up that pretty mouth, or I'll shut it for you. Macht der denn das? Ist der doof? Stay back, I said. Jeder hasst mich hier. Sir, please help me out of here. Thank the Lord you showed up when you did. Oh, the things he said he'd do. Ja, jetzt wissen wir, Alter. Gib mir mal Geld. It's all right, ma'am. It's over now. Thank you. Gib mir Geld, Bitch. Kohle her, Bitch. Bye. Yeah. Time to go, boy. Die Knete hier. Poor woman. Yep. Wir müssen wahrscheinlich noch anzeigen bei der Polizei, dass wir den umgebracht haben. Ja. Wie regnet es hier die ganze Zeit? Was ist hier los? Was ist da los? Was ist da los?
die ganzen Tiere, ich muss die alle sammeln, Mensch. Du weißt ja gar nicht, was du zuerst machen sollst. Okay, wir sind in dem Gebiet drin. Okay, das schaut aus wie so Kultbrüder. Wir nehmen uns auf jeden Fall mal ein bisschen was zum Schießen mit. Oh, ich hab da bloß noch, warte mal, 115, okay, 46. Das müsste eigentlich passen. Wie die machen Mucken hier. Schutz. Was ist denn hier los? Shell of safety. Shell of safety. Gonna speak to the boy? Arthur? No, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Dut-dut. Are you always this negative and antagonistic, sir? Alter. Only when dealing with idiots. Now let me talk to the boy. I'm starting to lose my patience with you. Goddamn lunatic. Who do you think you are? That's enough, Arthur! Kid, come on. This is crap. You're better than this. Better than what? Better than one in paradise? Better than thinking these fools know a damn thing about paradise. Now let me take you home. You're a sad man, Arthur. You're a real sad oh, man. Oh, bitte, spring da nie runter jetzt. Sure, but come home. No, not a chance! Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Yeah. Alter, der ist ganz schnell. Gegenstand. Wo haben wir denn hier unser Seil? Er redet eh schon so im Bahnhof. Oder? Nee. Alter, redet so lange, weil ich kann unser Pferd nicht mehr. Live in the mountains.
der Anführer sie mehr da. Oh, renn nicht vor den Zug. Go see your sister. Okay. Okay. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know, there ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Reite mit Jamie zu Mary zurück. Okay. Well, this wasn't how I thought today would turn out. Sie weit weg. Boah, das ist ja komplett der Umweg. Wenn ich jetzt hier an den Gleisen entlang renne, dann bin ich schneller. Wie lang? You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. Zeigt dir immer nur die Straße an, das ist das Problem. You taught me how to ride a horse. Wo es hier wahrscheinlich schneller geht. Chelonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father, nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and what was his name? Hester? Hosea. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Here we are. Must be waiting inside. Okay. Trifft sie mit Mary im Bahnhofgelände? Make it quick or I might run off again. About seeing her, aren't you? Na komm. Jamie! Jamie! Come home! Please, you've
Father's been very sad. My father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Ma'am? You're... Oh, you'll never change. I know that. Ja, tolle Verabschiedung. Das ist eine tolle Verabschiedung. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Okay. So. Ja, unser Steckbrief ist wieder nicht da. Das ist. Oh, das, weiß nicht, was hier los ist. Gib mir uns Sack, Mitch. Der ist nicht da, der Steckbrief. Was ist da los? Wish you'd stay away from here. Warum ist der Steckbrief nicht da? Ist ein Bug oder sowas, oder? Ist das, kann das sein, Leute? Ist das ein Bug? Ja, dann saufen gehen. Na, ich doch nicht. Wollt ihr Stampf ablassen, was? Abweisen, ablehnen, ausrauben. Hope I didn't offend you earlier. Enjoy the night, then. Just not the right night. Bye. Evening. You ain't men. Evening, sir. None of you. They stop drinks now. Less than the turds in the goddamn street. Just... Oh, yeah. Sleep. Evening. Let me get...
apologies, sir. Pay attention! Just want to get a drink, mister. Parched. Yeah! Mal schauen, was hier in der Stadt noch alles so gibt. Saloon. Ist eigentlich nichts groß, oder? Gemischtwarenhändler, Saloon, Arzt, Büchsenmache. Ne, hier ist so nichts. So, jetzt haben wir eigentlich nichts offen, questmäßig. Wir können schon hier runterrennen, aber hier ist noch ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Von $300, glaube ich, oder? Ah, 300. Trapper. Hotha Matthews möchte mit uns sprechen. Ja, wir können jetzt eigentlich so nichts machen, außer wir gehen auf Jagd oder so, dass wir irgendwelche Tiere jagen. Aber so haben wir jetzt hier aktuell nichts offen. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Lager zurück. Und übernachten da natürlich mal. Der Bahnhof. Und ich das hier gegen so einen Baum renne. Könnten ja mal schauen, ob wir nicht irgendwas fürs Lager machen könnten. Hold still! Pearson said he short a little meat for the pie. Stop it! This ain't funny! Oh, I disagree! Now why are you so afraid? Alter. Was ist da los mit denen? Okay, schauen wir mal Kontrollbuch. Arthur. Irgendwie steht immer nur mein Name da drin. Fast nur. Aber die anderen spenden eigentlich auch gut. Irgendwas machen, dass die mehr spenden oder so. Angriff verbessern, Repetiergewehr, Munition und Pfeile. Erhöht die Vorräte des Munitionswagens und fügt Repetiergewehr, Munition und Pfeile hinzu. Würde 60 kosten. Okay. So
Ah, okay. Hier können sie mir beitragen. Pferdestation, mehr Platz zum Anbinden wäre hilfreich. Boah, das kostet 300, ey. Das ist schon krass. Hühnerstall. Das ist auch nicht schlecht, dass ich ein bisschen für Dead Eye. Ich mache mal das hier, Angriff verbessern. Repetiergewehr, Munition und Pfeile. Komm, wir kaufen das. Hat sich erhöht, okay. Und dann kaufen wir das auch gleich noch. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir... hier gleich mal ein bisschen was holen können. Obwohl ich eigentlich eh voll bin, glaube ich, aber hier unten steht es, oder was? Keine weiteren Tragen, was ist denn das für ein Scheiß? Was anderes ist er hier nicht, oder? Aber hier hinten ist noch was. Magenbitter. Gin. Ah, hier steht ein Haufen Zeug. Starker Magen, bitte. Ich weiß nicht, wie oft sich das nachfüllt. Ob das automatisch dann nachgefüllt wird oder nicht. So, jetzt wollte ich noch in den Munitionswagen schauen. Wenn ich ihn denn finde. Ah, der ist hier unten. Okay. Hinter unserem Zelt praktisch. Unser Muni mal voll machen. Pistole haben sie auch hier, oder was? Ah, Pfeile, sehr gut. Okay, müsste eigentlich passen, soweit. Zu den Kaviar können wir noch nicht runter, weil dort ein Kopfgeld von 300 auf uns ausgesetzt ist. Da wollte ich noch ein bisschen warten. Rasieren. Kommen wir übernachten mal. Bis zum Morgen. So. Good morning, Arthur. Morgen. Good morning. Na, Kieran, na, muss die Tische putzen. Hey,
Arthur. Reden wir mal mit ihm hier. Auf die Jagd gehen. Jose. You want to go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me and was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him. You could buy yourself a new horse. Put your saddle on them. Let's get going. Okay. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. I guess you're right. This is going to be fun, Arthur. You won't throw me? Nö, ich will das Pferd nicht hergeben. Angel, if I'm near him. Nasty little look in his eyes. Pferd anzuschauen. Don't be rude about this magnificent creature. Let's get this off, boy. Stelle ich ihm ein neues Pferd. Ich wollte kein neues Pferd. I promise you don't want to ride that one bareback. What's taking so long with this saddle? Okay, see if you can get your leg over that brute. Are you going to mount up? There, boy. Großes Pferd, ey. Boy. Easy, big fella. All right, let's head into town. And maybe stay out of the saloon this time. Yeah, that's probably a good idea. We're heading out. Might be gone a couple of days. Ha! They got a good range of horses. Dieses Hauptpferd ist erscheint auf deiner Karte als okay. Beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Es ist ein Ackerpferd. Turned into a long day. It's an Ackerpferd, Mitch. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Na, ich finde, Dialoge sind echt cool gemacht in dem Spiel. Es ist ja wirklich ein Spiel, wo man mitschmunzeln kann. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. Oh! Ja, was willst du denn? Wohin denn? A couple of leads I'm looking into. Get out the damn way. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Good boy. Yeah, okay, boy. You're all right, boy. You're all right, boy. Just up ahead. Was denn Eisenschimmel Adena steht zur Abholung in den Ställen bereit. Okay. Okay. Bring das Pferd in den Stall. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Wie neues Pferd oder was? Oder erstmal geschissen. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse.
Something strong and fast? Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I sure you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Schauen wir mal, was hier gibt. Verkaufe das Pferd und bringe es in, oder bringe es im Stall unter. Ja, verkaufe natürlich. So, was gibt's denn hier alles? Adena. Ist aber nicht schlecht, das kann eigentlich besser werden wie das hier, so was 450 kostet. Adena. Ich glaube, ich nehme das hier. Morgen. Adena. Standard. Renntauge. Wir nehmen das hier. Kaufen. Wie heißt das Pferd? Plötze. Plätze. Ja, aber der $113, Mensch. All right, partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Here are your papers, and on me, a new grooming brush, and some treats. Appreciate it. Okay. All right, you treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Not bad, Arthur. You happy? I guess we'll see. Komm, mein Kleiner. Hop on up there, let's go. Aufhören. L1. Schauen wir mal, was wir mit dem machen können. Das schaut gut aus. Are you gonna mount that new horse of yours or not? Okay. Ah, und jetzt können wir auch striegeln. You won't know till you get in the saddle. Die Option hatten wir ja vorher nicht. Jo, brav. So, du bist eh voll, du brauchst nicht zu fressen. Ich streichle dich mal. Ja. Gleich ein bisschen Verbundenheit aufbauen. Okay, girl. Easy, girl. Striegel nochmal. Genau, okay, das wollte ich. Gut, dann steigen wir mal auf hier. Alright, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. Okay, wir haben einen langen Ritt vor uns. What's this lake? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle Pause. Pause, sonst wird es zu lange. Und schauen wir in der nächsten Folge natürlich, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, ob wir den Bären denn erwischen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Gut, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.